damit werden wir jetzt hier zum Hotel gefahren, Leute. Oh, Alter, oh mein Gott, was war das denn? Alleine dieser Kaviar, 400 Euro, Leute. Und das Stück Pizza kann man noch essen, das ist ja richtig lecker, ey. Magel ist aus echtem Gold und der Mülleimer. Bruder, alles ist aus Gold. Hey Leute, ich bin Lukas und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Freunde, ihr seht schon, wir sind mit Marvin am Start. Was geht, Freunde? Erst durch die Burger-Pommes alle in die Kommentare. Marvin, wir machen heute etwas ultra krasses. Du siehst schon, wir haben hier heute zwei Koffer, einen grünen und einen blauen Koffer vorbereitet. Ja. Leute, die haben wir nicht zusammengebaut, sondern es war natürlich jemand anderes. In einem dieser Koffer, Marvin, ist ein Euro drin und in einem von diesen Koffern ist 10.000 Euro drin. Wir müssen uns jetzt entscheiden, wer welchen Koffer nimmt und damit einen ganzen Urlaub machen. Das heißt, der eine darf für den ganzen Urlaub insgesamt 10.000 Euro ausgeben und der andere nur einen Euro. Ich starre schon die ganze Zeit auf die Koffer, aber ich versuche mich ein bisschen zu fokussieren, wenn ich dir zuhöre. Oh mein Gott, das ist natürlich geisteskrank. Ich sag euch ehrlich, Leute, ich will unbedingt den 10.000 Euro Koffer bekommen, weil der Urlaub wird so viel geiler. Aber Marvin, ich würde sagen, meinst du, sollen wir Schere, Stein, Papier machen? Der Gewinner darf entscheiden. Ja. Schere, Stein, Papier! Oh mein Gott. Schere, Stein, Papier. Nein! Ah, ich darf. Okay, du darfst entscheiden. Okay, ich nehme. Warte mal. Du hast blau an. Ja. Dann nehme ich den blauen, weil ich glaube, das ist Glück. Was? Ja, ich nehme den hier. Oh mein Gott. Okay, dann öffne mal. Ja! 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 Nein! Ey, warte! Koffer. Oh mein Gott. Ha! Alter! Oh! Ey, Mann! Ey, Alter, Leute, ich hab den 10.000 Euro Koffer, Bro, ich bin reich, 10.000 Euro für einen Urlaub. Ey, Mann! Ja! Ey, ich will nicht, dass nur ein Euro, ey, Mann! Wo soll ich denn da hinfahren mit? Ey, Marvin. Ey, nee, lass mal, warte mal. Du kannst ja bei McDonald's einen Ketchup dafür holen. Nee, ich hab ne Idee. Lass uns mal ein Spiel spielen. Was für ein Spiel, Bro? Wir haben uns schon entschieden. Nee, du hast mich ausgetrickst. Hä? Lass uns, ich hab gar nichts gemacht. Doch, lass uns ein Spiel spielen. Und zwar, lass uns mal eine Runde Monopoly spielen. Monopoly? Ja, eine Runde da drum. Okay, und dann der Gewinner darf die 10.000 Euro nehmen, oder was? Ja. Ey, okay, ich sag dir ehrlich, Marvin. Was? Ich mach das nur, weil ich der Beste in Monopoly bin und du eh nicht gewinnst. Ja, das werden wir sehen. Hä? Digga, Marvin. Was? Bro, warum machst du hier Monopoly-Spielfeld? Ja, warum nicht? Kennst du nicht den neuen Weg, wie man Monopoly auch spielen kann? Nee, hier, du kriegst erstmal dein Geld, Lukas. Ja, ey, warte, ich zeig's dir, Marvin, ja? So, Marvin, lad jetzt erstmal hier Monopoly Go runter, ne? Ja, einmal. Das hier? Genau, ja. Okay, mach ich. Leute, macht das übrigens auch mal. Erst Link in der Beschreibung oder mit dem QR-Code. So, Freunde, ich hab jetzt hier noch richtig fett reingepaged. Lukas, ein bisschen leiser, ich muss mich gerade konzentrieren. Ich geh gerade richtig ab gerade hier. Leute, ich hab 1400 Würfel gekauft. Alter, ich hab eine ganze Stadt jetzt gekauft. Lass mal hier ein Battle machen, ne? Okay, lad mich ein. Dann aber komm schnell, ich hab nicht so viel Zeit. Ja, warte kurz. Also Marvin, das Game ist wirklich ultra viral, damit die Zeit schnell umgeht. Ich würde sagen, wir machen jetzt eine Minute Battle. Ich bin Level 12 gerade und du? Ich auch. Und wir machen, wer kommt weiter in einer Minute? Let's go! Okay, ich muss hier richtig schnell jetzt sein. Junge, ich bin schon Level 20. Oh mein Gott. Jetzt bin ich gleich 30. Hä, Bro, ich bin schon Level 60. Ja, nee. Alter, Leute, ich tue hier richtig fett die Immobilien aufbauen, alle. Ihr seht das. Ihr seht schon, ich bin jetzt schon einfach mal. Bro, ich hab einfach. Ey, ich hab die ganze Stadt gekauft, Junge. So, Marvin, die Zeit ist um. Auf welchem Level bist du? 18. Ich bin Level 42. 42, Leute. Und damit, Leute, gehen die 10.000 Euro an mich. Jetzt kannst endlich in den Urlaub gehen. Let's go. Spiele ein Duell gegen deine Freunde oder in zeitlich begrenzten Events und spiele den Koop-Modus. Und ladet euch jetzt mit dem ersten Link oder mit dem QR-Code Monopoly Go runter. So, Leute, Koffer ist jetzt gepackt und jetzt geht's los an den Flughafen. So, Leute, jetzt geht's mit dem Taxi zum Flughafen. So, Leute, ich bin natürlich Gentleman und deswegen fliege ich nicht allein und habe meine Freundin auch noch eingeladen. Hi, was geht? Hallo. So Leute, ihr habt gesehen, ich habe verloren. Für mich heißt es jetzt erstmal rausgehen, was essen. Ich habe original, Leute, diesen 1 Euro. Damit muss ich jetzt auf jeden Fall mir erstmal was zu essen holen. Und ja, das heißt, wir gehen jetzt erstmal hier in den Rewe rein und dann gönnen wir uns erstmal. Boah, ich bin so sauer, dass ich das verloren habe, Leute. Ey, wenn ich jetzt gewonnen hätte, ich könnte jetzt für 10.000 Euro in Urlaub fliegen. Jetzt habe ich genau 1 Euro. Ich muss mal gucken, jetzt nachher irgendwie noch vielleicht von ein paar Zuschauern was bekommen oder so. Oh Mann, ey, jetzt lass erstmal hier rein. Tingeln in den Laden. Wir sind jetzt angekommen am Flughafen und ich habe auf jeden Fall unnormal Durst, Leute. Ich habe hier direkt so einen Automaten gefunden, Leute. Und ich glaube, Leute, ich hole mir hier direkt mal so einen Red Bull. Und zwar hier die Sommeredition. Ah, nee, lol, Powerade, Bro. Ich hole mir direkt Powerade. Okay, Leute, wir nehmen die Nummer 57. 3 Euro macht das dann. Ey, Leute, ich habe unnormal Bock. Powerade gönne ich mir direkt, Alter. Gönn, Bruder, bitte. Ja! Und, boah, Leute, dann kommt jetzt meine Powerade. Wow. Wow.
Boah, da kommt die rausgefahren, Alter. Wundermal geil. Leute, erstmal Powerade gönnen und jetzt geht's gleich ins Flugzeug. Du kannst dir nichts fetzen. Ist alles viel zu teuer. Nicht mal einen Schokoriegel kriegen wir aktuell. Alter, hier sind die Brötchen. Oh mein Gott. Ja, ich nehme das günstigste für 19 Cent. Ich will auf Sparflamme sein. Ich glaube, wo ist ein bisschen mehr Inhalt drin? Boah, ich glaube, die sind dicker. Ich nehme das hier. So Leute, wir sind jetzt angekommen am Flughafen hier in Frankfurt. Und Leute, wir müssen jetzt gleich erstmal unsere Koffer abgeben. Und dann geht es gleich ins Flugzeug. Ich bin ultra aufgeregt. Digga, wir fliegen fast 7 Stunden. Und Leute, ich habe gar keine Ahnung, wo wir jetzt genau hin müssen. Aber wir schauen mal. So Leute. Hier ist mein Kassenbon, 81 Cent haben wir heute noch. Boah, ich bin so gespannt, was Lukas gerade macht, ey. Ob der auch schon ein Brötchen isst. Wir haben es jetzt endlich geschafft, die Gepäcke abzugeben und jetzt geht's ins Flugzeug, Leute. Ich freue mich schon unnormal. So Leute, wir haben uns noch ein paar Snacks geholt, bevor es jetzt ins Flugzeug geht und ja. So Leute, ich würde sagen, ich guck mal in den Tonnen, ob ich hier irgendwas zu essen noch finde. Boah, Alter, oh mein Gott, was war das denn? Ob mir das gestunken hat. Ich würde sagen, ich guck mal irgendwo, ob ich bei Schule oder irgendwo ein paar Zuschauer treffe. Die sind meine letzte Rettung. Ihr seid Team Burger Pommes, ihr müsst mir helfen, Leute. Und lasst mal einen Daumen nach oben da und kostenlos Abo und abonniert gerne mal meinen Kanal, falls ihr es nicht getan habt. Schreibt mal in die Kommentare, ob ihr mich abonniert habt. So, wir sind jetzt im Flugzeug angekommen, Leute. Ich laufe hier gerade durch die First Class, Alter. Und jetzt nehmen wir uns mal hier so einen entspannten Sitz, ne? Jo, ich habe gerade noch zwei Zuschauer getroffen und zwei Jungs, ich brauche eure Hilfe. Moin. Habt ihr noch irgendwas hier zu essen? Butterbrot, Reste oder irgendwas? Ja. Kannst du mir was geben? Ja. Das wäre super. Darf ich das essen? Ja. Weil wir machen heute, ich darf heute nur mit 1 Euro überleben. Das wäre Ehre von dir. Moin Jungs, was geht? Hashtag Team Burger Pommes! Burger Pommes! Oh Alter, das darf ich? Boah, richtig lecker, Leute. Das fährt sich jetzt erstmal weg. Digga, du bist ein richtiger Ehrenmann, ey. Hast du noch irgendwie was für mich oder so zu essen? Ey, Jungs, habt ihr noch irgendwie Butterbrot irgendwie so oder was? Jungs, habt ihr irgendwie noch was zu trinken oder so für mich? Ein paar Reste oder so? Ey, ihr seid die Besten, weil ich darf heute nur mit 1 Euro überleben. Ey, darf ich was? Ehrlich? Alter, warte. Halt mal kurz, Kollege. Boah, du bist der Beste. Kann ich das mitnehmen? Ja. Boah, danke. Boah, du schenkst mir auch 1 Euro, ey. Ihr seid die Besten, Jungs. Dankeschön. Ey, danke, kann ich Pfand wegbringen? Ja. So, Freunde, wir landen jetzt endlich gleich in 16 Minuten. Wir sind jetzt über 6,5 Stunden ungefähr geflogen. Aber Leute, jetzt beginnt das Ganze erst so richtig. Und ihr seht, was ich jetzt alles schon mal am ersten Tag im Urlaub mache. Alter, Leute, ich habe jetzt gerade schon das Essen von dem Jungen weggefetzt. Jetzt habe ich hier noch Getränke. Boah, so geil, Leute. Ich brauche einfach gar nichts bezahlen. Was geht? Ja, ich mit dem Burger Pommes. So Leute, wir sind jetzt hier angekommen in Dubai am Flughafen. Das ist, würde ich sagen, der krasseste Flughafen, den ich je gesehen habe, Leute. Schaut euch das mal an. Also meiner Meinung nach wirklich heftig hier mit diesen ganzen Lichtern und den Säulen, Leute. Wir müssen jetzt unsere Koffer abholen und dann geht's gleich mit dem Rolls Royce zum Hotel. Alter Leute, ich muss den ganzen Tag nur mit 1 Euro überlegen, aber ich habe jetzt hier noch genug. Ich habe hier noch einen Zuschauer getroffen. Moin, was geht? Willst du im Video sein? Ja, klar. Du bist der Beste. Was hast du denn für mich? 50 Cent. Oh, du bist der Beste. Alter Leute, ich habe eigentlich nur 1 Euro überlebt. Lukas hat wahrscheinlich richtig krassen Urlaub. Und ich kann mir... Digga, die Zuschauer sind einfach die Besten. Ey, danke, du bist der Krasseste. Vielen Dank. Okay, Freunde, wir gehen jetzt hier in diese Premium-Lounge hier am Flughafen rein. Von dort aus werden wir dann zum Hotel gefahren mit dem Rolls Royce. So Leute, ich bringe jetzt erstmal die Pfandflaschen weg, ne? Da haben wir 50 Cent. Ey, das ist so krass, wir tun uns heute echt steigern. Mit 1 Euro überleben ist ja fast unmöglich, sag ich euch. Ja, würde ich sagen, bringen wir das jetzt erstmal weg. Dann haben wir auch 1 Euro auf jeden Fall. Let's go. So Leute, hier sitzen wir jetzt in der Lounge und falls ihr euch übrigens fragt, welches Hotel habe ich gebucht? Ich habe das krasseste Hotel in ganz Dubai. So Leute, ich bin jetzt bei Penny und werde jetzt erstmal meine 50 Cent hier einlösen. Ne? Die habe ich ja die Pfandflaschen bekommen. Pommes. Let's go, Burger Pommes! Burger Pommes! Burger Pommes! So Leute, ich bin jetzt hier einfach mal auf der Flughafentoilette. Gebt euch das einfach mal, Bro. Das ist die krasseste Flughafentoilette, die ich jemals gesehen habe, Leute. Digga. Das ist zu heftig, Leute. Okay. Digga. Das ist auf jeden Fall sehr, sehr clean, Leute. Hier kann man es sich pipi machen lassen. Alter, ich habe hier noch einen Zuschauer getroffen. Der hat was für mich. Was hast du denn? Ja, hier sind wir. Oh, danke, Mann. Danke. Du bist auch der Beste. Danke. Warte, hier hast du noch. Oh, jo, ich bin richtig reich. Danke, Jungs, ihr seid die Besten. Ciao, ne, ich muss weiter. So, Leute, wir sind jetzt hier aus dem Flughafen raus. Und jetzt gehen wir hier zu dem Wagen, der uns hier abgeholt hat. Ich bin auf jeden Fall schon richtig gespannt, wie es da drin ist. Da hinten steht jetzt einfach mal der Rolls Royce, Leute. Wie gesagt, ein Crimex hat ja auch einen, ihr wisst es.
Boah, hier sieht einfach mal, Alter, schaut euch das mal an, Leute. Hier ist der Wagen. Türen gehen auf jeden Fall so rum auf, ihr wisst das, ne? Und hier sehen wir auf jeden Fall auch nochmal von vorne den ganzen Wagen. Und damit werden wir jetzt hier zum Hotel gefahren, Leute. Sehr, 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 sehr heftig, Leute. Alter, das hat schon mal einiges gekostet. Aber Leute, 10.000 Euro Urlaub, ihr wisst Bescheid. Ich kann es auf jeden Fall heute ausgeben. Ja, Leute, ich gehe jetzt erstmal ins Schwimmbad. Ich habe jetzt mein ganzes Geld zusammengekratzt. Und dann gehe ich hier ins Schwimmbad rein. Mehr habe ich echt nicht. Ich muss echt sparsam heute sein. So, hier sind wir jetzt richtig. Let's go, jetzt ab ins Schwimmbad. Ich habe jetzt hier 4,20 Euro bezahlt für 2 Stunden. Ist das teuer, ey. Ey, Leute, das ist auf jeden Fall ultra heftig. Man merkt gar nicht, dass man irgendwie fährt, Leute, weil das ist hier alles so krass gefedert und ultra bequem. Ich sag's euch ehrlich. Und hier, wie gesagt, seht ihr nochmal den Wagen so ein bisschen von innen. Jetzt geht's auf jeden Fall zum krassesten Hotel hier in Dubai, würde ich mal sagen. So, Leute, auch hier übrigens der Boden in dem Auto. Einfach so Lammfellteppich, Leute. Ist ultra, ultra weich. Sehr, sehr krass. Alter, Leute, ich würde jetzt gerne noch ein Eis essen, ne? Aber schaut euch diese Preise an. Ich kann mir da gar nichts leisten. Das Ding ist auch noch defekt. Aber nicht mehr hierfür wird es mehr reichen. Okay, Leute, wir sind jetzt angekommen. Ihr seht es hier schon. Ich zeige euch gleich, wenn wir dann draußen sind, nochmal das Hotel hier. Richtig, richtig heftig, Mann. Und hier stehen schon auch die anderen Rolls Royces und so weiter hier. Sehr, sehr krass. Ey Leute, schaut mal draußen, wird einfach alles neu gemacht. Das Ding ist zu. Ich kann jetzt leider nur die eine Wasserrutsche rutschen. Die haben eine einzige Wasserrutsche. Eine einzige. Während Lukas wahrscheinlich hunderte rutschen wird. Hier ist auf jeden Fall der Eingang. Und jetzt geht es auf jeden Fall mal erstmal rein für uns. Ich bin gespannt, wie es alles aussehen wird. So Leute, richtig krank. Hier ist so ein richtig fettes Riesenaquarium. Hier geht so eine Wassershow ab. Leute, das ist hier so der Eingang in der Lobby. Also absolut krank hier. Ich bin unnormal gehypt aufs Zimmer gleich, Leute. Auch hier, alles, was ihr hier in Gold seht, ist echtes Gold, Leute. Also es ist teilweise hier auch alles vergoldet und so weiter. Und ihr seht schon hier innen drin, wie es hier hochgeht, Leute. Alter, Leute, 7-Sterne-Hotel. Let's go. Boah, es ist so kalt, das Wasser. Oh mein Gott. So, Leute, einfach mal komplett vergoldet, der Aufzug. Da gehen wir jetzt mal rein. Guck mal, Regenbogenflammen. Hier sind wir jetzt auf jeden Fall angekommen in unserer Etage. Ihr seht, hier geht es auf jeden Fall runter. Und jetzt geht es, glaube ich, in den Raum rein. Ich bin gespannt. Raum 603, okay. So Leute, Wasserrutsche bin ich jetzt gerutscht. Ihr habt mich jetzt nicht so weggefetzt. Ich würde sagen, ich gehe jetzt erstmal hier ins Schwimmerbecken und schwimme mal eine Runde. Und dann müssen wir auch bald schon wieder raus, weil wir haben ja hier auch echt eine begrenzte Zeit. Aber ich muss sagen, das Wasser ist ein bisschen kalt, muss ich ehrlich sagen. Oh Mann, ey. So, Freunde, herzlich willkommen im 10.000 Euro Hotelzimmer. Kommt mal rein, Freunde. Ich zeige euch jetzt das ganze Zimmer und Leute, es ist das krasseste Zimmer, was ihr vielleicht je gesehen habt. Alles hier vergoldet, Leute. Echtes Gold. Wir gehen jetzt erstmal ins Badezimmer, Leute. Und zwar, ich weiß, der Stil ist so ein bisschen älter, aber das ist nicht schlimm, Leute. Das hier ist echtes Gold. Das hier ist echtes Gold. Und Leute, kein Spaß, kommt mal mit. Leute, sogar der Toilettendrücker, das ist aus echtem Gold. Bruder, ey, ich sag euch, man hört schon an der Spülung, dass das teuer ist. Sogar das hier ist aus echtem Gold. Leute, ich glaube, ich nehme den mal mit, ne? Nee, Spaß natürlich nicht. So Leute, ich habe jetzt meine Taube aufgesetzt. Ich gehe jetzt erstmal springen jetzt hier. Abschließend hüpfe ich jetzt hier nochmal vom Dreier runter. Oh mein Gott, ist es richtig hoch. Man kann auch hochgehen. Erstmal zeige ich euch hier unten alles. Leute, das wird mein Arbeitsbereich sein, Leute. Let's go, Freunde. So sieht das aus. Ich würde sagen, guck mal, ich springe jetzt runter. 3, 2, 1, let's go, Digga. Einmal Big Mac und Pommes bitte, ne? Für Burger Pommes. Burger Pommes! Dann haben wir auf jeden Fall hier auch das hier. Hier steht einfach mal random so eine Vase. Und Leute, alles hier drin ist echtes Gold. Ich hab's mir wirklich nochmal sagen lassen, das ist kein Witz, das ist wirklich echtes Gold alles. Oh mein Gott, hier ist eine geheime Tür. Leute, hier ist einfach eine geheime Tür. Alter Leute, ich bin jetzt hier in der Stadt in der Kirmes. Guckt euch mal an, wie geil das hier alles ist. Oh mein Gott, oh, boah, ey, sind die fette Tiere. Boah, Super Mario. Boah, Junge, aber ich habe einfach kein Geld mehr. Ich habe noch 1,20 Euro oder irgendwie so. Ich glaube, ich hab hier gar kein Geld irgendwo mitzufahren. Auch da nicht. Lol? Oh mein Gott, okay. Die sind einfach so Schlafsäcke oder sowas. Dann Leute, hier wird dann gespeist, ne? Wir
haben hier auf jeden Fall auch schon ein paar Früchte am Start, ne? Frisch aus Dubai. Dann Leute, schaut euch das mal an. Das ist der Fernseher. Und auch wieder alles ist vergoldet aus echtem Gold, Digga. Ey Leute, das ist zu krank, das Hotelzimmer. Oh, ich würde jetzt auch richtig gerne so Zuckerwatte fetzen, sag ich euch. Oder irgendwie hier ein paar Süßigkeiten. Ich habe auch langsam so richtig Durst, sag ich euch. Ich habe das ganze Trinken schon weggefetzt, was die Zuschauer mir da gegeben hatten. Ich würde sagen, ich gehe jetzt mal gucken hier in eine reine Galerie. Übrigens haben wir auch einen richtig heftigen Ausblick auf das Meer, Leute. Leider ist es jetzt schon dunkel, das heißt, das kann ich euch leider erst im nächsten Video zeigen. Leute, wir werden hier so kranke Sachen in Dubai machen. Lasst jetzt mal ein kostenloses Abo da und ein Like, Leute, weil wir werden hier auch in den größten Wasserrutschenpark der Welt gehen und die Hai-Rutsche rutschen durchs Hai-Becken. Ich würde sagen, jetzt kannst du die Treppe hochgehen. Alter, ich bin so aufgeregt, Leute. 10.000 Euro, Digga. Oh mein Gott. Oh mein Gott, wir haben noch ein komplett neues Hotelzimmer hier oben. Das kann doch nicht wahr sein. Leute, ich schaue jetzt erstmal hier bei den Essensmeilen, ob wir irgendwas zu essen kriegen. Vielleicht hat hier irgendjemand noch ein paar Reste. Boah Leute, hoffentlich finde ich hier irgendwas zu essen, ey. Ich habe so Hunger, ey. Ich habe auch gar kein Geld mehr hier für Döner. Also 10 Euro, was ist das für Preise und so. Oh mein Gott, wir haben hier nochmal mehr. Alter, wir haben einen Whirlpool. Wir haben einen eigenen Whirlpool, Leute. Der Restaurant, die Waage ist aus echtem Gold und der Mülleimer. Bruder, alles ist aus Gold. Alter. Oh mein Gott, schaut euch diese Dusche an. Und schaut euch mal diesen Whirlpool an. Wir haben einfach mal unseren eigenen Whirlpool, Leute. Den werde ich aber sowas von einweihen, sage ich euch. So, Leute, dann haben wir noch so einen Ankleidebereich, ne? Oder für meine Freundin so einen Schminkbereich hier, ne? Würdest du sagen, ist genug Platz für dich? Ja, auf jeden Fall. Ja, ne? Leute, und Alter, das hier ist eigentlich die Größe eines normalen Hotelzimmers, würde ich sagen. Nur das Bett ist... Alter, wie lang ist das Bett? 1, 2, 3 Meter breites Bett, Leute. Das habe ich noch nie gehabt. Oh mein Gott, ein Goldspiegel hängt noch hier an der Decke. Okay, jetzt kommt noch was drin, die Pommes könnte ich auch essen, ich glaube, die esse ich gleich. Aber ey, ich nehme mal das Trinken hier mit. Die Miranda und das Stück Pizza kann man noch essen, das ist ja richtig lecker, ey. Oh! Oh mein Gott! WTF! Leute, der Fernseher fährt einfach... Da steht mein Name auf dem Fernseher. Leute, da steht mein Name auf dem Fernseher. Dear Mr. Wolf! That's me, Leute. Ich würde sagen, wir gehen jetzt mal schnell noch irgendwie in den Pool und essen, Alter. Ich zeige euch alles hier. So, Leute, und hier hängt auch nochmal ein Goldleuchter in Kron. Ein Kronleuchter in Gold, Digga. Was laber ich? So, Leute, hier ist einfach nochmal auf dem Bett so eine Schokolade gewesen. Und zwar eine vergoldete Schokolade. So, ich esse jetzt ein Stück Pizza auch hier. Boah, ohne Geld kann man nichts machen, Leute. Da müssen wir jetzt auch dieses Stück Pizza essen, was hier total angeht. Oh. Ey, schreibt mir in den Kommentaren, ob ihr einfach so ein Stück Pizza essen würdet. Und ich sage euch ehrlich, wenn ich das jetzt trinke, ich hoffe, der hat keinen Herpes, ey. Die ist einfach komplett vergoldet, die Schokolade. Ihr seht es in der Form vom Hotel. Also ihr seht nochmal, ne, nebendran das Hotel mal eingeblendet zum Vergleich. Ich konnte es euch, wie gesagt, leider nicht ganz von draußen zeigen, aber jetzt testen wir mal die Schokolade. Ah, Leute, das war die Verpackung. Oh mein Gott, die war doch nicht vergoldet, Leute. Ich dachte, hier ist alles vergoldet. Oh nein, ich dachte schon. Ich esse jetzt mal das Stück Pizza hier. Wenn man Hunger hat und kein Geld, isst man auch so ein Stück Pizza, ne? So Leute, hier sind wir jetzt gerade draußen und laufen mal vorne zum Pool hin, wie der aussieht. Alter Leute, schaut euch das mal an hier. Hier ist einfach so eine Brücke über so einem ultra heftigen Pool hier. Ich werde auf jeden Fall sowas von reingehen da morgen, aber ja, erst wenn es natürlich hell ist. Da vorne ist einfach noch ein Infinity Pool. So Leute, Alter, schaut euch mal diesen fetten Infinity Pool an. Leute, geisteskrank. Ey, ich würde euch alles so gerne jetzt zeigen und auch testen, aber das mache ich dann bald in einem Video. Das heißt, verpasst das auf gar keinen Fall. Wir werden jetzt noch mal kurz essen und in unseren eigenen Whirlpool gehen, Leute. Let's go. So, Leute, und schaut euch mal das Hotel einfach mal hier von unten an. Bro, das ist zu krank, wie das aussieht, Leute. Das ist einfach ein Raumschiff, Leute. Boah, Leute, ne, ich gehe jetzt mal raus. Nützt alles nichts mehr. Ich weiß echt, was ich machen soll. Hey, lol. Hier hat einer... Alter... Heute ist mein Glückstag. Was ein Zufall. Ich habe einfach Geld gefunden. Oh mein Gott. Jetzt können wir draußen spielen, sage ich euch. So Leute, hier gibt es auch so einen Springbrunnen und der hat einfach so eine Melodie. Ihr seht das, der geht so total ab, dieser Brunnen. Leute. Boah, ich habe so ein Glück, sage ich euch, Leute. Das ist geisteskrank, wirklich. Da würde ich sagen, let's go. Wir gehen jetzt erstmal raus und fetzen was aus dem Greifautomat raus. So Leute, ihr seht schon, hier kann man einfach Sachen für 2600 von diesem Dirham bestellen. Das sind über 500 Euro. Geisteskrank. Kaviar, Desserts,
und auch natürlich Getränke. Da werden wir uns jetzt mal was gönnen. Leute, ich sage euch, wir haben einfach mal die ganze Karte bestellt. Ich bin so gespannt, wie es gleich wird, Leute. Und das für fast 500 Euro einfach mal. Alter, let's go, Leute. Ich würde sagen, wir gucken jetzt erstmal hier, was wir jetzt hier rausziehen, welcher gut liegt. Boah, der Winnie Pooh, der liegt gut. So, Freunde, meine Freundin gönnt hier so eine nice Käseplatte mit so Walnussbrot oder so. Alter, Leute, schaut euch jetzt einfach mal hier das Essen an, Leute. Alleine dieser Kaviar, 400 Euro, Leute. Dann hier haben wir noch diese Pfannkuchen dazu. Ultra krank, Bro, das ist ein Brownie. Wir lassen uns das jetzt mal richtig schmecken. Eine so teure Mahlzeit habe ich fast noch nie gegessen, Leute. Ja, ich versuche mal, komm. Komm, Ralf. Digga, der greift ja gar nicht, Leute. Das ist ja voll der Scam. Jetzt machen wir hier mal den Kaviar gleich drauf. Aber erstmal hier. Und jetzt, Leute, den Kaviar. Alter, ist so teuer. Alleine das hier kostet schon safe 80 Euro. Nur dieser eine Bissen. Alter, ist total krass, Leute. Alter, ist das heftig. No joke, Leute, das wird jetzt richtig schmecken. So, Leute, und zum Dessert gibt es hier nochmal Fett Mochi Eiscreme. Alter, für 40 Euro oder so. Boah, ich habe erst noch ein bisschen Geld gefunden. Jetzt hole ich noch was richtig Cooles. Oh, Leute, 4 Euro, was meint ihr? Ich glaube, wir müssen ja noch mehr heute kaufen. Dann würde ich sagen, nehmen wir einfach. Ach komm, wir nehmen die Zuckerwatte. Ich hätte gerne einmal die Zuckerwatte. Boah, geil, danke schön. Leute, die können wir jetzt richtig fetzen, ey. So, Leute, ich lasse jetzt nochmal den Abend ausklingen mit dem eigenen Whirlpool, Leute. Ich steige jetzt mal rein. Alter, ey, ein eigener Whirlpool, ich sage euch ehrlich, Leute. Boah, Bruder, das war vielleicht ein bisschen zu heiß gemacht, merke ich gerade. Alter, Leute, und jetzt aktivieren wir, glaube ich, zusammen gleich mal hier den Blubber. Boah, Alter, Leute, schaut mal, hier habe ich auch meine Palmen. Ist ja geisteskrank, diese Aussicht hier. Ey, Leute, der Tag war zu krank. Ich habe 10.000 Euro für diesen Urlaub ausgegeben und wir werden noch so viel Krasses in diesem Urlaub machen. Leute, seid gespannt. Auf jeden Fall wollte ich mich auch nochmal bei Monopoly Go bedanken, Leute, die dieses Video möglich gemacht haben. Ihr seht hier nochmal den QR-Code eingeblendet und hier mit dem ersten Link in der Beschreibung könnt ihr euch Monopoly Go runterladen. Würde mich sehr freuen. Bis dann, ciao, ciao.